Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons. Heute ist der Geburtstag von Lilly und wir sind im zweiten Part, in dem ich leider nachsynchronisieren muss. Ja, ich habe dann natürlich noch geguckt wegen den Händlern, wann die so kommen. Aber heute ist wirklich nur der Geburtstag von Lilly und dementsprechend müssen wir eine Blume mitnehmen, die wir ihr schenken können, weil ich würde ganz gerne zumindest an den Geburtstagen versuchen, den Leuten was zu schenken. Das ist echt das Mindeste, was wir machen können. Joa. Und dann heißt es erstmal wieder Blumen gießen. Also nicht Blumen, Pflanzen. Hier, ne, unsere Zwiebeln und so. Wir haben uns wirklich sehr übernommen mit dem ganzen Zeug, was hier so wächst. Und die Tomaten brauchen auch echt mega lange, bis die mal wachsen. Aber naja, so ist das halt, ne. Ist die Gießkanne erstmal wieder leer. Die müssen wir natürlich auch wieder auffüllen. Und dann wird hier weiter gegossen ohne Ende. Ach ja, das Gießen. So eine tolle Arbeit. Das macht ja so viel Spaß. Vor allem, wenn man da nur noch zuguckt. Naja, aber es geht. Hier ist wieder Gras gewachsen. Das freut mich natürlich. Das können wir wieder einstecken. Und ich finde das echt praktisch mit dem Gras. Also es reicht ja wirklich, wenn man da so zwei Felder hat. Das gibt ja dann mega viel Gras. Das wusste ich gar nicht. Ich habe halt immer gedacht, so wenn ich Grassamen einsammle, dann ist oder einpflanze, dann ist das so einmalig. So, und dann hacke ich die halt ab und fertig. Aber dass das so cool ist, hätte ich nicht gedacht. Und erstmal hier wieder zu meinen Küchen und knuddeln. Und natürlich das Pferd. Und das stellen wir mal in die Ecke, damit sie nicht im Weg ist, wenn ich jetzt hier unsere Hanako melken muss. Also komm mal her, nicht weglaufen, nicht weglaufen. So, und noch Bürsten natürlich. Und natürlich wird unsere Yuki auch noch gebürstet, oder? Nein, Yuki wird nicht gebürstet, anscheinend habe ich Yuki vergessen. Aber ein Leckerli für Hanako ist immer noch drin. Das ist doch schon mal was. Hier natürlich, ach guck mal, ich habe sie doch nicht vergessen, die Yuki. Ja, ich denke an alles. Ich denke einfach an alles. Jetzt noch hier den Mist wegmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir es auch, glaube ich, ne? Zur Sicherheit nochmal nachgucken, aber es ist alles in Ordnung. Das freut uns natürlich sehr. Ja, und dann, was habe ich dann gemacht? Ich glaube, ich bin da mal rübergelaufen und habe mal nach den Bäumen geguckt. Oder? Genau. Aber die sehen ja ganz gut aus bisher. Und dann haben wir Eda wieder Hallo gesagt. Hallo Eda! Damit sie sich freut, dass wir mit ihr reden. Und dann das Übliche. Yeah, wieder tauchen gehen, schwimmen gehen. Vor allem tauchen. Vor allem ein paar richtig tolle Sachen hoffentlich rausholen. Wir haben ja jetzt am nächsten Morgen direkt angefangen. Das liegt daran, ich habe jetzt den Rest vom letzten Tag, den habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Ich bin dann halt einfach noch ein bisschen schwimmen gegangen, habe noch den Rest eingesammelt. Hier haben wir eine weiße Perle gefunden. Und habe dann, während ich dann da noch tauchen war, habe ich sogar noch mal einen Topas gefunden. Yay! Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich den dann noch gefunden habe. Ah, ich fühle mich schon wieder erschöpft hier. Das gibt's doch nicht. Und wer schmeißt eigentlich so viele Schuhe hier in das Wasser? Das verstehe ich überhaupt nicht. Echt, das sind so viele Schuhe, die ich da schon rausgeholt habe. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall habe ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen eingesammelt, aber da war jetzt nicht allzu viel, also da ist halt nichts passiert. Ich denke mir halt immer, wenn da nichts passiert und ich wirklich nur so am Einsammeln bin, dann kann ich sowas ja auch ganz gut zwischendurch dann nochmal privat machen, wenn ich zum Beispiel tagsüber nicht dazu komme, wegen irgendeinem Event oder sowas, dann mache ich das halt ganz gerne auch mal noch privat und ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm für euch, oder? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schlimm findet, wenn ich hier alleine sammeln gehe zwischendurch. Ich persönlich denke nicht, dass ihr es schlimm finden werdet, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. So, hier noch Steine eingesammelt. Was mache ich an dem Baum, ey? Weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ach nein. Okay, alles gut. Ich weiß gerade nicht, was ich davor habe. Dementsprechend, ich dachte jetzt gerade, das wäre eine gewisse Stelle gewesen, aber entweder kommt die noch oder, keine Ahnung. Oder eben nicht.
Also sie kommt noch, alles klar. Nur nicht vielleicht in diesem Part, sondern vielleicht in einem anderen Part. Jetzt muss ich erstmal hier wieder runterlatschen. Weil da unten sind hier noch Zwiebelchen und so. Aber hier liegt eigentlich auch immer gut was rum, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. So diese ganzen Hölzer und so. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Muss ich sagen. Finde ich doch recht gut. Gefällt mir. So, hier erstmal wieder schön gegossen. Ne? Und dann hier noch schnell den Schmetterling eingesackt. Und dann auch noch den Rest. Eigentlich sind hier mal Pflanzen gewachsen, so Kräuter oder sowas, aber irgendwie wächst hier gerade nichts mehr. Das ist sehr tragisch. Wahrscheinlich ist das halt einfach der Sommer. Da wächst nicht so viel. Nee, keine Ahnung, warum da jetzt nichts wächst an Kräutern. Aber vielleicht wachsen die auch wirklich nur im Frühling oder so. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall immer wieder mal gucken gehen, ob da was gewachsen ist oder eben nicht. Und dann kriegen wir das schon hin. Kriegen das schon gebacken hier alles. Jetzt geht erstmal unsere Sammeltour hier weiter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die ganze Zeit so rumhüpfe. Das geht mir jetzt gerade beim Zuschauen selbst auf die Nerven. Aber das ist halt irgendwie so, wenn ich die Möglichkeit habe, rumzuhüpfen während dem Latschen, dann hüpfe ich halt lieber rum, anstatt nur zu latschen. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, da haben wir wieder eine Zikade gefangen. Und jetzt gehen wir hier wieder erstmal tauchen. Weil ich finde das Tauchen wirklich so praktisch. Da kann man so tolle Sachen bei rausholen. Also ich hoffe ja eigentlich die ganze Zeit, dass wir auch mal wieder so ein... Was war denn das? Ich habe schon wieder vergessen. So ein... Oh nein. Jetzt, wo ich das Wort brauche, habe ich es wieder vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Ding da, das Fossil, genau. Ha, wenigstens bin ich diesmal selbst draufgekommen. Wir haben einmal ein Fossil daraus geholt und das hat so viel Geld gegeben. Das war richtig toll. Sowas bräuchten wir nochmal. Echt, das müssten wir mal nochmal wiederfinden. Aber ich glaube, das war echt der absolute Over-High-Glücksfund sozusagen. Also, es gibt nichts Besseres mehr wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich nachgucken würde, wenn es dafür eine Liste gäbe, wie, mit wie viel Prozent man Chancen hat, das aus dem Wasser zu ziehen, würde da wahrscheinlich stehen 0,01%. Das würde mich echt nicht wundern. Aber naja, so, dann gucken wir mal noch eben hier, ob hier noch was liegt. Ein Stein und zwei Schmetterlinge. Naja, besser als nichts, ne? Das ist besser als nichts, das ist auf jeden Fall... Ja, wie schon gesagt, besser als nichts. Gott, ich labere aber auch einen Scheiß heute hier, oder? Jetzt mal ehrlich, es geht ja gar nicht, was ich hier so labere. Aber naja, was will man machen? So ist das. So ist das nun mal. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal noch hier sammeln. Wahrscheinlich auch tauchen. Nehme ich mal an. Und dann... Ups. Entschuldigung. Und dann müssten wir eigentlich so langsam mal die Geschenke verteilen, ne? Weil das ist ja auch so ein tägliches Brot sozusagen. Das ist das, was wir wirklich jeden Tag machen. Jeden Tag Geschenke verteilen. Jetzt erstmal hier noch Käfer einsammeln. Käfer und Schmetterlinge. Bin ich gar nicht auf den Stein rumgehopst? Doch. Ich dachte schon. So, jetzt gehen wir zu Fritz. Dann kriegt er schon mal sein Geschenk. Das ist doch schon mal was. Was sehr Positives ist das. Und es gibt ein Event. Juhu! Unerwartetes Talent. Ah, hey Shiva, du kommst genau richtig. Ich habe vorhin einem Typen geholfen und der hat mir dafür Essen gegeben. Ich habe es dann gekocht und ein bisschen übertrieben. Ich habe viel mehr gemacht, als ich je essen könnte. Also dachte ich mir, ich lade dich zu diesem Festschmaus ein. Also, bist du hungrig? Ja, her mit dem Essen. Nam nam. Ja, das war die Antwort, die ich hören wollte. Es wäre eine Schande, das ganze Essen zu verschwenden. Lass uns reinhauen.
Njam, das war großartig. Es ist schon so lange her, dass ich mir so richtig den Bauch vollgeschlagen habe. Lecker. Wie findest du es, Shiva? Du wirst ein großartiger Ehemann sein. Wow, du bist tatsächlich ziemlich gut. Das hast du doch vom Lieferservice, oder? Ja, meine Lieben, und bei den Auswahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon verdammt fies gemacht vom Spiel. Weil ich persönlich hätte jetzt, wow, du bist tatsächlich ziemlich gut genommen. Aber das Problem ist, das Spiel sieht das nicht vor, dass man diese Antwort nimmt. Das heißt, wenn man, wow, du bist tatsächlich ziemlich gut nimmt, oder das hast du doch von einem Lieferservice, dann werden einem tatsächlich 1000 Freundschaftspunkte abgezogen. Also minus 1000 Punkte. Und nur die Antwort, du wirst ein großartiger Ehemann sein, ist halt richtig. Und das fand ich sehr, 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 sehr gemein auf jeden Fall. Weil, was will man machen? Ich habe natürlich dann, du wirst ein großartiger Ehemann sein. Also ich habe da halt nachgeguckt und habe mich dann halt tatsächlich für, du wirst ein großartiger Ehemann sein, entschieden. Darauf kannst du wetten. Ich finde, ein echter Mann muss heute wissen, wie man kocht, putzt und den Laden schmeißt. Welches Mädchen würde mich bitte nicht als ihren Ehemann wollen? Warte, sagst du etwa, dass du mich als deinen Ehemann willst? Oh, du bist so toll, Fritz. Also, ich fühle mich ja geschmeichelt, aber sollten wir nicht erstmal, weißt du, ein Rendezvous haben und so? Aber das war doch nur ein Scherz. Ah, du hast mich nur aufgezogen? Hä? Über sowas macht man doch keine Witze. Ich habe für eine Sekunde echt darüber nachgedacht. Hä? Oh, jetzt habe ich das weggedrückt, wa? Wo meine Küche ist? Naja, okay. Ich kann es mir nicht leisten, eine einzubauen, also habe ich keine. Ich habe Rhaegar ein bisschen genervt, bis er mich alles drüben in seiner Restaurantküche kochen ließ. Du wirst nicht glauben, wie oft ich hin und her laufen musste, um alles wieder hierher zu bringen. Und da läuft er los zum ersten. Und kommt zurück zum zweiten. Und da kommt er schon wieder und jetzt fängt er schon an zu schwitzen. Und da geht er gemütlich. Er kann nicht mehr laufen. Oh Mann, ey. Ja, was hat er auch keine Küche, ey. Das muss doch ewig gedauert haben. Das muss das Essen doch schon wieder kalt gewesen sein. Er ist auf jeden Fall halt schon voll fertig. Oh Mann. Das ist einer. Allein der Gedanke daran macht mich schon müde. Aber ich habe alles selbst gekocht, nur damit du es weißt. Ich habe mir nur Rhaegars Küche geliehen. Er hat nichts angerührt. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Komm schon, genug Komplimente. Ich werde sonst noch rot. Also, danke, dass du hergekommen bist und mit mir Mittag gegessen hast, Shiva. Du solltest irgendwann wiederkommen, damit ich mit meinen Kochkünsten angeben kann. Ich weiß, dass du es lieben wirst. Bis später. Ja, sehr schön. Wir hatten ein Event mit Fritz. Natürlich kriegt er trotzdem noch sein Geschenk. Ist ja klar. Das muss noch sein. Also wenigstens das Geschenk muss er noch kriegen. Und ich schmeiße erstmal wieder in die Ecke. So wie immer. So was Tolles schenkst du mir, Mensch. Ja, super, ne? So, da müssen wir jetzt natürlich auch noch die anderen Geschenke alle verteilen.
Und er hat immer noch eine lilane Blume. Aber das macht ja nichts. Jetzt noch die anderen Geschenke verteilen und dann ist alles super. Denke ich mal. Dann können sich alle freuen. Ah, hier ist auch schon Klaus. Wie praktisch. Warte, Klaus. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen, du kriegst noch einen Schmetterling. Nein, 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 nein. Oh. Erst wieder einsammeln, dann durchrennen, hinterherrennen. Ach nee, doch nicht. Genau, ich renne doch nicht hinterher. Ich renne einfach woanders hin. Scheiß auf Klaus, wer braucht den schon? Oh Mann. Ich gehe lieber hier Heckenjumpen machen. Das wird mein neuestes Hobby in Story of Season. Heckenjumpen. Muss es wirklich so etwas Unerträgliches für den Sommer geben? Und so heiß sein. Alle sind nur noch am Jammern, dass es heiß ist hier in dem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Was sagen sie denn dann im Winter? Dass es voll kalt ist? Wahrscheinlich. So, Rhaegar kriegt jetzt seinen Kaffee. Wie immer. Dann freut er sich, dass er wieder Kaffee bekommen hat. Kaffee! So, ich glaube, ich muss auch mal wieder Kaffee nachkaufen. Also es wird Zeit, dass der Laden wieder in die Gegend kommt, damit ich wieder Kaffee kaufen kann. Weil wir brauchen Kaffee. Nicht zum Essen, nicht zum Kochen, sondern um ihn Rhaegar zu schenken. So, was muss ich jetzt noch machen? Brauchst du irgendwas? Nein, ich brauche gerade nichts. Ich muss noch auf dem Holzstapel rumjumpen. Aber irgendwie... Achso, ich habe die Hecke vergessen. Genau. Da muss ich auch noch drauf rumjumpen. Oh, da ist was rausgekommen. Ein Steinchen. Wie cool. So, nochmal Heckenjumpen machen. Haben wir Mistel schon? Ja, Mistel haben wir das Geschenk gerade gegeben. Stimmt ja. Das heißt, Klaus fehlt und... Und niemand. Nur Klaus. So, dann gucken wir hier mal eben, ob es irgendwelche Aufträge gibt. Oder was so in ist. Winterpflanzen und Fische beim Hüttenland. Das heißt, wir müssen Fische sammeln. Auf jeden Fall. Fische sammeln. Fische sind super. So, jetzt noch hier einmal Heckenjumpen machen. Aber da kommt auch nichts raus. Das ist so schade. Das ist so schade, wenn da nichts rauskommt. Ich glaube, tauchen war ich auch noch nicht, oder? Ich glaube, das muss ich auch noch machen. Wir müssen noch eine Runde tauchen gehen, glaube ich. Oder auch nicht. Oder doch, oder nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hin will gerade. Ins Hotel. Ach, ist Klaus da? Nee, Klaus ist doch nicht im Hotel. Was hat mich denn da geritten, ins Hotel zu gehen? Da hinten rennt doch Klaus. Ach, Lilly, genau, ich habe Lilly gesucht. Sie hat ihr Geburtstag, das habe ich ganz vergessen. Es ist heiß heute. Wir müssen einen Schluck Wasser trinken, damit wir keinen Hitzschlag kriegen. Ja, okay. Und du musst eine Blume bekommen, damit du fröhlich bist zum Geburtstag. Wo ist denn die Blume? Blume! Da! Da, Mondtropfenblume. Sehr schön. So, dann geben wir ihr die jetzt mal, dann ist sie glücklich. Wenn man ein Geburtstagsgeschenk bekommt, freut man sich immer, oder? Danke. Bitteschön. Und da ist Klaus. Klaus. Komm, hier kriegst du auch eine Blume. Ist das für mich? Nun gut, ich nehme es an. Danke. Ja, er klingt immer sehr begeistert, oder? Nicht. Er klingt irgendwie nie begeistert. Shiva, du hast doch keinen Müll ins Wasser. Oh, jetzt kommt er mir schon wieder mit seiner Müllpredigt. Nein, natürlich habe ich da nichts reingeschmissen. Ich schmeiß doch nicht einfach irgendwelche Sachen in den Fluss.
sowas mache ich doch nicht. Wir gehen jetzt mal eine Runde angeln, weil wir brauchen Fische. Und Angeln macht ja so viel Spaß und ist so mega aufregend. Ach, das glaubt ihr nicht, wie aufregend das ist. Ja. So, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich mache an der Stelle erst einmal einen Cut. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.